Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Ja, wir haben heute vor, mal ein bisschen die Stadt zu verlassen und mal zu schauen, ja, was da haben wir einen Ausgang? So, ob wir in den Dungeons nochmal ein bisschen am Level aufsteigen können. So, wir müssen also noch richten, um einen Ausgang zu finden. Und wie viele Potions haben wir noch? Noch 7. Okay, die Potions können wir mal schauen, dass wir die vielleicht verkaufen können oder so. So, also ab zur Magiergilde. Die war doch da, glaube ich. Also erstmal kurz nach Norden. Ja, da ist es schon. Kommen wir nicht durch, okay. Ah, da ist Eingang. So, und rein. Er kann bestimmt sagen, was das für Potions sind. Moin. Detect Magic. Potion. I can tell you if that is magical, but it will cost you. Okay. The item is now identified in your inventory. Okay. Potion of Strength. Ah. Hier, ja. Yeah. Der kostet 12. Potion of Levitation. Ja, 50 will der jetzt dafür? Okay. Ausnahmsweise. Und wir brauchen noch mal ein paar Potions. So, sagen wir mal, wir kaufen uns noch mal 5 davon. Also kostet 250, ja. Und dann sehen wir uns das mal an, was der uns jetzt da 50 hier angedreht hat. Verification. Was macht das? One use left, weight and a condition fragile. This item cannot be equipped. Was macht das? Verification. Levitation ist Fliegen. Strength ist Stärke. Healing. Ich habe keine Ahnung, was das heißt hier. Und wie wir die hier auch noch mal ein bisschen höher kriegen, das würde ich auch gerne wissen. Kann ja nicht sein, dass das alles auf Minus ist. Was hat das denn zu bedeuten eigentlich? Ist irgendwie so eine geheime Map oder sowas? Vielleicht die Map von der Stadt hier? Da ist ein Platz, wenn wir hier auf die Map gehen. Ach, stimmt. Keine Ahnung, was das heißen soll. Aber wir wollen jetzt Richtung Westen. Zum Ausgang. Jetzt ruckelt's wieder. Aber was sagt denn die Uhr? 9:19 Uhr am Morgen. Okay, das geht klar. Achso. Habe mich schon gewundert, was da Buntes ist. So, aber dieser Ghoul wirklich an der letzten Folge da hat mich echt erschrocken. Wirklich. Okay, Süden. Oder der Minotaurus, den wir in letzter Zeit jetzt öfters begegnen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu häufig sein, dass wir die begegnen. So, jetzt brauchen wir auch unsere Waffe wieder. Kann sein, dass da vielleicht schon ein Dungeon ist? Nee.
Ah, okay, das ist. Okay. Das zeigt nur die. Die Stadt. Quasi von außen halt gesehen. Jetzt brauchen wir aber einen Dungeon. Ah, da im Süden ist schon eins. Okay. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Süden, da beim Wasser. Und schwimmen. Jetzt eine Runde. Hä? Okay, so geht's auf. Ja, scheint doch ein weiter Weg zu sein, den wir da schwimmen. Vielleicht am besten einmal drumherum laufen. Und Schwimmen kostet, glaube ich, schon viel Ausdauer. Ist das ein Boot? Wir haben Boot. Und jetzt? Ich würde gerne wieder aussteigen. Hallo, ich möchte aussteigen. Ne, so funktioniert es nicht. Ja, das ist mir klar, dass ich hier nicht campen kann. Ich hatte nur gehofft, irgendwie. Wie ich hier jetzt wieder aussteigen kann. Hallo, ich möchte aussteigen. Ja, wie steige ich jetzt aus? Also gleich ein Steg, der hier irgendwo ist. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Päuschen und dann melde ich mich gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und mit J machen wir das. Hab ich gerade rausgefunden. Vom Boot steigen wir mit J aus. So, können wir jetzt hier endlich mal einsteigen oder reingehen. Ich speichere hier noch einmal ganz kurz. So. Und dann gehen wir rein. Jo, jetzt gehen wir rein. Und ah, das ist so einer. Ja, wir gehen zuerst hier rein. Ist. Dann gehen wir hier rein.
Hallo. 100 Gold. 39 Gold? Geht klar. Oh. So, den haben wir erledigt. 3 Gold und Ketten. Kriegsamt. Ist. Okay, die beiden haben wir schon. Hier geht es wahrscheinlich weiter. Das heißt, wir gehen erstmal hier. Digga. So, dann hier rein. Ah, hier gibt es wieder was. 21 Gold. Boah, ja, schon wieder. So, den haben wir auch erledigt. 20 Gold und hat er sonst nichts. Okay. Ah, ich glaube, wir trinken noch mal den. Und vielleicht hier den hier auch noch. Ein bisschen stärker. Und wieder 77 Gold und Buckler. Das heißt, hier geht es jetzt weiter. So. Und was gibt es hier zu entdecken? Ah, im Grunde nur geradeaus heißt es weiter. Okay, dann fangen wir hier an. Und wieder was zu finden. 53 Gold. Nice. Bin ich schon ein bisschen geldgierig hier in dem Game. Ja, aber wir haben ein gewisses Ziel, was wir erreichen wollen, was wir uns kaufen wollen. Das heißt, wir müssen Geld sammeln. Oh, was ist mit dir? Als Bogenschütze. 45 Gold wenigstens. Spellsword war das, okay. 57 Gold wieder. Schön. Also gehen wir jetzt hier wieder. Genau hier rein. Hier gibt es nichts. Aber dafür gehen wir jetzt hier. Hier drin waren wir schon, oder? Ja. Aua. Oh, Spinne! Spinne! Spider has nothing usable. Spinne überlebt. Oh, Spinnen habe ich richtig Angst hier. Ah, hier geht es nur noch nach links und rechts. Nice. Jo, geile Säule. Oh. Was sind wir denn hier gelandet? Da ist wenigstens Gold. Battle Axe. Silber. Ding. Okay, ist ein Bosskampf. Eine richtige Truhe. Nice. Irgendwas habe ich wieder gehört.
So, das heißt aber, wir können wieder zurück. Hier, genau, hier war es nur noch geradeaus. Und hier war das, genau, Richtung Süden. Nice, den Dungeon haben wir komplett gemeistert. So, können wir da jetzt einsteigen? Hallo? So, dann müssen wir erstmal zurück nach Norden. Und dann gehen wir wieder zurück in die Stadt. Verkaufen den Scheiß. So. Ja. Wir suchen erstmal die Straße, die Hauptstraße, die wir vorhin irgendwo hier hatten. Oder was ist das denn? Ah, das ist eine Taverne, okay. Taverne ist mir jetzt nicht so wichtig, sondern hauptsächlich eher, dass wir den eingesammelten Müll wieder loswerden. Warte mal, wir haben ja diesen einen Dolch kaputten. So, wo ist denn das? Na, der. This item will be lost here. Drop anyway? Ja. Den brauchen wir ja nicht. Die brauchen wir schon noch. So, da ist ja schon die Straße. Kaum zu sehen, aber. Naja. Die damaligen Grafikverhältnisse schon. Naja, was soll ich sagen? Brauchen wir einen Equipment Store? Natürlich kommen wir hier nicht durch. Sind zu fett. Moin, und hier komme ich auch nicht durch. Ja, das sieht schon langsam nach was aus. Equipment Store? Warum? Bitte sag mir, du bist ein Equipment Store. Im Equipment Store gefunden. Nice. Moin, du willst doch bestimmt meine Ketten kaufen, ja? Das ist hier Gold. Ich habe mittlerweile das Gefühl, Kette ist besser als Platte. Oder? Oder irre ich mich? Weil irgendwie der gibt mir mehr Geld für die Kettensachen als für die Plattensachen. Achso, hier habe ich zweimal. Nein, dann will ich nicht den. Dann will ich den anderen. Den hier. Na doch nicht, dann habe ich mich geirrt. Lag ich vollkommen falsch. Du, 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 du.
Noch Kriegsachs brauchen wir nicht. Und den Wakizashi brauchen wir eigentlich auch nicht. Auch Silver Broadsword, den verbrauchen wir auch. Jetzt gucken wir mal, was der hatte, ne? Angebot im Sortiment. Dagger, Tanto, Staff, Short Sword. War der den ganzen Scheiß, dass ich ihn gekauft habe? Und was hat er hier? Ich will wieder was von Ebenerz finden. Oder aus Ebenerz, besser gesagt. Der hat nichts. Der hat wieder nichts für uns. So, aber ich sag euch auch schon mal wieder vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.